Hallo, ich bin Dirk Verwein. Heute mal ein kleines Video so zwischendurch und ein bisschen so für mich selber, damit ich meine alten Bestände mal loswerde. Ich habe hier ein paar Elfschienen, weil ich ein paar von meinen alten Kameras in Zahlung gegeben habe für die Canon EOS RP. Und ja, ich brauche die nicht mehr. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir in die Kommentare, welche der Elfschienen ihr gebrauchen könnt. Ich sage euch gleich, welche da abzugeben sind. In der Videobeschreibung steht noch drin, welche der Elfschienen noch verfügbar sind. Wenn weg, dann weg. Und ja, wenn alle weg sind, ist auch das Video hier verschwunden. Von daher nicht lange fackeln. Und ja, wäre fair den anderen gegenüber, wenn ihr auch tatsächlich Bedarf an den Dingern habt. Und der Versand ist nur innerhalb von Deutschland möglich. Und das Ganze wird dann auch nur per wartierten Brief oder so verschickt. Also keine Tracking-Nummer oder so. Von daher, das ist einfach nur, damit meine Bestände hier ein bisschen aufgelöst werden, was ich nicht mehr brauche. Wäre ja zu schade, wenn die ganzen Sachen hier rumgammeln. Ja, und dann als erstes habe ich hier eine L-Schiene für eine 6D Mark II. Die ist auch noch tipptopp in Ordnung, also genau passend für die 6D Mark II. Also wenn du eine 6D Mark II hast und eine L-Schiene haben möchtest, in die Kommentare rein. Dann habe ich hier noch eine angefeilte, die ist ein bisschen ramponierter, L-Schiene für eine EOS 70D. Auch sonst an sich noch gut zu benutzen. Dann habe ich hier so eine Tarion, das ist ein bisschen universeller, passt aber zum Beispiel nicht für RP oder M50. Die ist eher so 80D und 70D. Also wenn ihr da Interesse dran habt, auch einfach in die Kommentare rein. Und hier noch was, ja, auf meinem Kanal ist wahrscheinlich eher so der Exot, für eine Fuji XT. Das ist eine für eine XT10, passt aber auch auf die XT20. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es dann eventuell auf einen anderen packt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr haben wollt. In der Beschreibung schreibe ich euch rein, wenn die Sachen weg sind, dann macht es keinen Sinn mehr, wenn ihr mir da was noch was zuschreibt. Ja, teilt das Video, wenn ihr vielleicht selber keinen Bedarf habt, aber vielleicht andere Leute kennt, die Bedarf an der L-Schiene vielleicht noch hätten. Und ja, lasst mir einen Daumen da, wenn euch die ganze Aktion gefällt. Abonniert den Kanal, ihr kennt das alles. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch bei einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen dürfte. Weiterhin viel Spaß beim Fotografieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.